Damn. Yeah. Hallöchen, ihr seht schon im Titel, heute kommt was Dickes. Deswegen auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen anderer Ton und ein anderes Blickfeld auf jeden Fall. Ja, ich habe viel probiert und es ging nicht anders. Ich muss tatsächlich den Fußboden filmen. Deswegen nehmt es mir nicht so übel, wenn die Qualität heute vielleicht mal ein bisschen abweicht von den anderen Videos. Aber hier ist was Dickes. Und zwar haben wir hier ein HPI Super 5 SC Flux. Wie man unschwer erkennen kann, ein Shortcourse Truck im Maßstab 1:5. Vorweg erstmal, das Teil ist schon immer für mich so das optisch eins der geilsten Autos, finde ich, die man zu kaufen bekommt. Und ich danke an Alexander Schölzchen von Spielzeug-Apen für die Möglichkeit, dass ich das Auto mal fahren darf, weil für mich persönlich ist er schlicht und ergreifend zu teuer und zu unsinnig, sage ich mal, um das Geld tatsächlich auszugeben für dieses Auto. Aber ich bin mega happy und dankbar, dass ich das Auto mal fahren und anfassen darf. Mega geiles Teil, bin übelst gehypt. Die Karre ist einfach nur fett. Jetzt unabhängig von der Größe, das Geile an diesem Auto ist einfach, es fährt sich nicht wie so ein großer Klumpen. Er ist ja nicht schwer, also er wiegt, glaube ich, so um die 10 Kilo, roundabout 10, 11 Kilo. Also ist relativ leicht für seine Größe. Das liegt, für die Leute, die es nicht wissen, das hat einen Grund und das zeige ich euch jetzt. Der Grund ist, da ist nicht viel drunter. Ihr seht, hier ist echt nicht viel drunter. Da ist nicht viel, das ist alles Karo im Endeffekt. Und dem geschulten Modellbauerauge wird wahrscheinlich schon was aufgefallen sein. Und zwar sieht das verdammt nach Savage aus. Und das ist auch so. Hier sind meine Schuhe, Socken. Es ist auch so. Das ist im Prinzip ein gestretchter Savage. Er ist ein bisschen länger. Man hat hier die Karohalter dran. Alles massiv gebaut. Ja, riesen Bumper vorne hinten, die auch richtig massiv sind. Also da könnt ihr hier nichts großartig biegen oder so. Die sind richtig massiv, da passiert auch nichts. Und ja, ich hole jetzt mal einen Savage dazu und dann können wir uns das mal angucken, was so die Unterschiede sind. So sieht das Ganze dann aus, wenn die nebeneinander stehen. Ja, das Licht ist halt echt gerade ein bisschen bescheiden, aber es geht halt leider echt nicht anders. Ich gehe mal auf die Seite, dann habt ihr nicht immer Schatten von mir. Vertical Plates, genau wie beim Savage. Querlenker, genau wie beim Savage. Ich glaube, die sind noch nicht mal länger. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich glaube nicht. Nee, das sind sogar die gleichen Querlenker. Hier sind nur längere Mitnehmer drauf. Das kann ich euch mal eben schnell zeigen. So sieht das Ganze aus. Der ist verlängert. Dadurch wirkt das nur länger. Ist es aber im Endeffekt nicht. Es sind also dieselben Querlenker wie beim Savage. Ja, das macht natürlich die Teileversorgung echt gut. Ihr habt bei dem 5FC ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten. Beim Savage hat man hier ja ein durchgehendes Plastikteil. Hier haben wir wieder alles zum Einstellen. Dämpfer sind dieselben. Das ist also alles gleich. Antriebswellen sind dieselben, nur halt länger natürlich. Ansonsten nimmt sich das nicht für Unterschied. Antrieb ist auch derselbe. Getriebe ist ebenfalls dasselbe. Ein bisschen anders ist die Empfängerbox. Akkufächer sind exakt die gleichen. Und das macht das Auto auch so attraktiv, muss ich sagen. Weil durch das geringe Gewicht fährt sich der 1:5er quasi wie ein Slash of Anabolica.
Also er ist ein bisschen schwerfälliger als ein Slash, aber nicht viel. Also man. Also ich bin jetzt auf 4S gefahren, das reicht eigentlich schon fast für das Auto. Es wird natürlich noch ein Bash-Video folgen. Das dauert aber noch ein bisschen, weil es zurzeit wieder ein bisschen regnerisches Wetter ist. Aber es soll besser werden. Und tja, so viel wollte ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich wollte euch nur mitteilen, dass ein neues Auto da ist für die Leute, die mich bei Facebook und bei Instagram nicht verfolgen. Ich werde ein, zwei Videos noch machen mit diesem Auto, dann geht er wieder zurück. Ja, nochmal recht herzlichen Dank an Alex. Super geile Aktion, freue mich riesig. Und ja, wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, vielleicht mache ich da nochmal ein Video drüber. Ansonsten soll es das soweit gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.